Der Penis. Fortpflanzungsorgan, Teil des männlichen Selbstbewusstseins und immer wieder auch Kunstmotiv. Eigentlich weiß ja jeder, wie ein Penis aussieht. So, so oder so. Die Durchschnittsgröße eines Penis ist zwischen 9 und 13 Zentimeter. Halt, stopp. Aber sind das hier wirklich 9 bis 13 Zentimeter? Oder das? Irgendwie wirken die Penisse dieser Statuen verdammt klein. Warum ist das so? Symmetrische Gesichter, elegante Haltung und makellose Figuren. Zwischen all den durchtrainierten, muskulösen Körpern antiker Statuen fällt auf, die Geschlechtsorgane wirken irgendwie extrem klein. Wie passt das zum perfekten Gesamtbild? Der kleine oder zumindest vorsichtig ausgedrückt nicht überdimensionierte Penis steht tatsächlich bei diesen Statuen für heroische Nacktheit. Also das Idealbild eines Nackten, das nach göttlichem Vorbild geschaffen ist. Also wenn die mächtigen Götter höchstpersönlich für die Statuen Modell standen, müssten die Penisse doch eher groß als klein sein, oder? Die Götterwelt der Griechen, die ist komplett anthropomorph, das heißt nach dem menschlichen Vorbild entworfen. Und dazu gehört eben auch ein ganz normal proportioniertes Geschlechtsteil, ohne abnorme Größe. Na gut, an den Göttern hat es also nicht gelegen. Waren die Männer dann vielleicht damals einfach kleiner bestückt? Das ist insofern schwer zu beurteilen, weil wir natürlich keine Knochenfunde à la Bones aus dieser Zeit auswerten können und damit über keine statistische Grundlage verfügen, über die reale Größe dieser Zeit. Okay, das führt zu weit. Die antiken Statuen spiegelten also den nackten, realistisch proportionierten Idealkörper und damit auch Idealpenis wider. Und der ist eben nicht übertrieben groß. Aber was verbinden wir heute mit der Penisgröße? Ich kann mir vorstellen, dass Männer ihr Genitale mit Männlichkeit, Potenz, Stärke assoziieren. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Potenz und Stärke haben natürlich auch was mit Macht zu tun, mit der Position in der Gesellschaft. Wie positioniere ich mich gegenüber anderen? Auch mit dem Selbstbewusstsein. Der Phallus als Symbol für Macht und Fruchtbarkeit. Die perfekte Penisgröße scheint also auch heute noch für viele Männer Grund zur Sorge zu sein. Und das, obwohl doch eigentlich Diversity, das Zelebrieren von Unterschieden und Abwenden von Idealtypen, momentan das Schönheitsthema Nummer 1 ist. Ich glaube, dass die Pornoindustrie einen Standard aufgestellt hat, mit dem viele Männer einfach nicht zurechtkommen. Man kann sich nicht an dem, was dort dargestellt wird, messen. Insofern wird hier im wahrsten Sinne des Wortes die Latte sehr hoch gehalten und viele Männer sind dadurch verunsichert. Pornografie könnte also eine mögliche Erklärung für den Wunsch nach einem großen Penis liefern. Aber ist das ein neues Phänomen? Oder haben Sexualität und pornografische Schönheitstrends auch in der Antike schon eine Rolle gespielt? Wurden Penisse auch damals schon öffentlich anders dargestellt als hinter verschlossenen Türen? Das ist nachgewiesen. Die gab es bereits in griechischer Zeit auf der Vasenmalerei, wo das ein großes Thema ist, die Darstellung übergroßer Phalloi. Aber es gibt es gerade auch in der römischen Gesellschaft sehr häufig. Und das ist im Grunde tatsächlich vergleichbar mit heutiger Pornografie, dass man sich natürlich utopischen oder eben auch Wunschvorstellungen hingibt und die dann auch von Künstlern umsetzen lässt. Das heißt also wirklich diese wahrscheinlich als anthropologische Konstante sich durchziehenden übergroßen Rühmungen, die finden wir dort schon. Okay, damals wie heute gilt also das öffentliche Schönheitsideal, seien es die antiken Statuen oder die heutige Diversität, war und ist realistischer als das der Pornografie. Oh yeah. Vielleicht sollte sich die Pornoindustrie in Zukunft mehr an antiken griechischen Götterbildern orientieren, um ein realistisches Körperbild in unseren Köpfen zu verankern.